Willkommen in Gelterkinden. In unserem Dorf sind über 6'000 Einwohnerinnen und Einwohner daheim. Gelterkinden bietet mehr als 2'000 Arbeitsplätze und hat ein reiches kulturelles und sportliches Angebot. Als Zentrumsgemeinde in Oberbaselbiet ist Gelterkinden auch im öffentlichen Verkehr gut vernetzt. Weithin sichtbar über das Dorf und das ganze Ergoldstal erhebt sich mit ihrem markanten hohen Turm Gelterkindens reformierte Kirche, ein Symbol der Harmonie dieser Landschaft. Dorfplatz, Kirchrain und Kirche fügen sich zu einem der bedeutendsten Ortsbilder des Kantons. Züge nach Liestal, Basel und Olten sorgen für beste Verbindungen mit der ganzen Schweiz. Die näheren Regionen bis in die Nachbarkantone Solothurn und Aargau erreicht ein dichtes Postautonetz. Und die Autobahn A2 ist nur 5 Kilometer entfernt. Viele Bewohnerinnen und Bewohner fahren als Berufspendler in nahe Orte der Umgebung und schätzen die hohe Lebensqualität Gelterkindens. Das Wirtschaftsleben der Gemeinde ist gleichwohl von florierenden kleinen und mittleren Betrieben bestimmt, die über 2000 Arbeits- und Ausbildungsplätze verfügen. Auch als Einkaufsort für die Region hat Gelterkinden Bedeutung erlangt. Die weitgehende Nebelfreiheit des Ortes und das Fehlen industriell bedingter Luftbelastungen tragen sehr zur Lebensqualität bei. Dazu kommen die dicht bewaldeten Hügel und Berge der unmittelbaren Umgebung. Wohnungen und Einfamilienhäuser stehen zur Miete oder zum Kauf im Ort in allen Preisklassen zur Verfügung. Zur Sportanlage Wolfsstiege kommen 4 Turnhallen und Außensportanlagen. Freibad und Hallenbad bieten Erholung und sportliche Betätigung über das ganze Jahr. Und der ortsansässige Tennisclub verfügt über 5 Tennisplätze. Zum Teil errangen Sportvereine Gelterkindens große überregionale Erfolge. In rund 90 Vereinen engagieren sich Einwohnerinnen und Einwohner. Kindergarten, Primar- und Sekundarschule sind einer gewissenhaften und liebevollen Pädagogik verpflichtet. Künstler mit Bezug zur Region haben in der Art Place im Gemeindehaus ein attraktives Forum für ihre Arbeiten. Und sowohl das schön renovierte Jundhaus als auch der Kulturraum Marabou sind beliebte und bemerkenswerte Veranstaltungsräume für Konzerte, Theater, Kino und Kleinkunst. Zur ärztlichen Versorgung im Ort selber kommen Spitäler und mehrere Kliniken in der Nähe. Und für eine sorgfältige Betreuung alter und betagter Menschen sorgen das Alters- und Pflegeheim Zum Eibach in Gelterkinden neben vergleichbaren Einrichtungen in der näheren Umgebung. Bis zu 700 bis 800 Meter hoch sind die waldreichen Berge um Gelterkinden herum. Die Harmonie zwischen den Anforderungen der Gegenwart und der Liebe zur Tradition und Natur findet ein glückliches Maß in Gelterkinden. Gelterkinden, einbettet ins schöne Oberbaselbiet mit viel Sonne und wenig Nebel, hat auch Ihnen etwas zu bieten. Wir freuen uns auf Sie.